dass du da bist. Ich bin die Valerie und das ist ein Yin-Yoga-Video mit der Faszienrolle. Also du brauchst heute auf jeden Fall deine Faszienrolle und beim Yin-Yoga ganz üblich ganz viele Hilfsmittel. Also vielleicht hast du ein Yoga-Bolster oder du hast keins, dann kannst du so wie ich einfach ganz viele Kissen dir schon mal neben deine Yogamatte legen. Und für später brauchen wir auch eine Decke. Zieh dir etwas Warmes an. Beim Yin-Yoga ist es so, dass der Körper tendenziell eher auskühlt. Das ist eine sehr passive Einheit, deswegen bin ich auch langärmelig unterwegs und du kannst dir noch gern Kuschelsocken besorgen. Also schau, dass du nicht auskühlst. Yin-Yoga ist eine sehr, sehr ruhige Yoga-Art. Wenn du mehr zum Thema Yin-Yoga und Faszien erfahren möchtest, habe ich einen ganz neuen Blogartikel geschrieben. Den verlinke ich dir unten im Video. Denn ich möchte jetzt eigentlich gleich mit der Praxis starten und versuche auch während der Asanas eher ruhig zu bleiben. Asana kommt dir vielleicht bekannt vor. Also die Übungen aus dem Yin-Yoga, die leiten sich aus dem Hatha-Yoga ab. Die Tiernamen im Yin-Yoga sind ein bisschen anders, also wenn du heute ein bisschen andere Namen hörst, als du sie normalerweise kennst, lass dich davon nicht abschrecken, ist nicht so wichtig. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Ich erzähle dann zum Ablauf und so weiter dann noch ein bisschen was während der Haltungen. Und ich benutze heute als Zeitmeasurement sozusagen eine Sanduhr. Also wir werden diese Übungen zwischen 2 und 3 Minuten halten. Im Yin-Yoga ist es sogar üblich, dass man manche Übungen bis zu 6 Minuten hält. Aber das reicht heute, wenn wir sie 3 Minuten halten. Und damit es ein bisschen angenehmer ist, habe ich mir eine Sanduhr besorgt. Genau, ansonsten warme Klamotten, ein Glas Wasser. Und dann legen wir direkt los mit der ersten Übung. Wir werden vor der Yin-Yoga-Asana immer zuerst die Körperstelle mit der Faszienrolle bearbeiten. Das hilft uns dabei, dann in diese Yin-Yoga-Asana ein bisschen geschmeidiger hineinzugleiten, sozusagen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen einfach gleich mal an, damit wir es auch spüren können. Und zwar platzieren wir die Faszienrolle auf unserer Matte, gehen in den Vierfüßerstand und platzieren die Yoga-Rolle unterhalb der Knie. Bitte nicht genau unterm Knie, sondern ein bisschen unterhalb, sodass du schon auf den Schienbeinen bist. Und dann kippen wir unser Gewicht ein kleines bisschen auf die rechte Seite und fahren ganz langsam nach unten am Schienbein entlang und wieder zurück. Unten angekommen, kannst du gerne deine Beine wieder ein bisschen mittig platzieren, weil sie sich beim Rollen ein bisschen verschieben. Und dann kippen wir auf die linke Seite, ziehen unsere Beine zu uns heran, schieben die Rolle wieder weg. Und das Ganze machen wir ein paar Mal. Schienbein rechte Seite und wieder zurück. Das Ganze ist unsere Vorbereitung für den Fersensitz. Also um jetzt gleich auf der Yogamatte anzukommen, machen wir eine kleine Atemübung. Die machen wir im Fersensitz. Und in diesem Fersensitz kommen wir ein bisschen leichter hinein, wenn wir eben vorab schon mal unsere Schienbeinmuskulatur bearbeiten. Ein letztes Mal. Und dann kannst du die Faszienrolle entfernen und setz dich mit dem Po auf deine Knöchel. Ganz, ganz vorsichtig, ganz, ganz langsam. Versuch richtig dein ganzes Gewicht auf deine Füße zu geben. Du kannst auch gern ein bisschen deine Knie anheben. Das öffnet die Knöchel. Ein paar Mal. Wenn das sehr unangenehm ist, dann musst du das nicht machen. Aber wir haben jetzt hier schon mal die Durchblutung gefördert mit der Faszienrolle und kommen in diesen Fersensitz ein bisschen leichter rein. Wir treffen uns im Fersensitz, legen die Hände auf die Oberschenkel, machen ein paar Schulterkreise, atmen dabei tief durch die Nase ein und aus. Du kannst gerne die Augen schließen, wenn du möchtest. Komm erstmal in Ruhe auf deiner Yogamatte an.
Yin-Yoga ist eine Art Vorstufe zur Meditation. Also ich bin selber auf Yin-Yoga gekommen, weil es mir sehr schwer fällt zu meditieren und Yin-Yoga ist dann doch immer noch eine Vorstufe zur Meditation sozusagen und lehrt uns ein bisschen achtsamer zu werden. Ein letztes Mal tief durch die Nase einatmen und ausatmen. Dann lass deine Schultern tief. Ich lade dich dazu ein, den Atem ein bisschen mit den Händen zu begleiten. Das musst du nicht machen, aber mir zum Beispiel fällt es leichter, dann einfach tiefer zu atmen. Wir saugen die Luft tief durch die Nase ein und spüren mal richtig, wie sich unsere Lunge, unsere Brust mit Luft füllt. Und wir atmen aus, drücken die Luft wieder nach unten hinaus. Das Ganze ein paar Mal tief durch die Nase einatmen. Und ausatmen. Tief einatmen. Und ausatmen. Noch zweimal so tief einatmen. Spür, wie sich dein ganzer Oberkörper mit Luft füllt. Und ausatmen. Spür, wie du komprimierst, wie du wieder alle Luft hinauslässt. Leg deine Hände wieder zurück auf die Oberschenkel. Und ich wünsche uns jetzt ein paar schöne, entspannte Yin-Yoga-Einheiten. Für die folgende Übung nehmen wir wieder die Fasziensäule. Setzen uns erstmal auf den Po. Wir fangen mit dem rechten Oberschenkel an, legen unseren rechten Oberschenkel auf die Fasziensäule. Wir platzieren unsere Hände hinter dem Körper, stellen das linke Bein auf, heben das rechte Bein an und rollen unsere rechte Oberschenkelrückseite. Du kannst währenddessen auch dein Bein von rechts nach links drehen, damit du auch wirklich alles erwischt. Bitte geh nicht unters Knie, also schau, dass du kurz vorm Kniegelenk aufhörst und wieder in die andere Richtung rollst. Ganz, ganz langsam und genüsslich. Noch zweimal, dann gehen wir schon zur anderen Seite. Und bereiten uns so auf die folgende Asana, den Kutscher, vor, eine Vorbeuge. Und dann haben wir die Seite, legen die Yoga-Rolle auf die linke Seite, rechtes Bein aufstellen und das gleiche hier. Du kannst auch hier wieder dein Bein ein bisschen rechts und links bewegen. Beim Yin-Yoga ist es so, dass wir da kein klassisches Warm-up haben, also kein Aufwärmen, sondern wir gehen gleich direkt in die Übungen rein und versuchen uns bei einer Schmerzskala von, wenn die Skala 1 bis 10 ist, dann ungefähr bei einer 6 aufzuhalten, also ungefähr 60%. Schmerz deswegen, weil es schon sein kann, dass bei diesen Dehnübungen, die sehr lange gehalten werden, durchaus ein Dehnschmerz auftritt. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da wirklich uns in diesem 60% Bereich aufhalten. Das heißt, wenn du merkst, es treten auf einmal stechende Schmerzen auf, dann brich bitte die Übung ab. Wenn du merkst, es ist einfach nur unangenehm und dein Kopf sagt dir, oh, die Übung nervt, dann versuch noch ein bisschen länger drin zu bleiben. Denn Yin-Yoga fördert auch eben ein bisschen unser mentales Durchhaltevermögen, weil wir eben lernen, eine Situation auch ein bisschen länger auszuhalten. Für den Kutscher nehme ich mir ein Kissen oder ein Yoga-Bolster unter die Kniegelenke. Denn wir wollen uns richtig gehen lassen und beim Yin-Yoga ist es wirklich wichtig, dass wir uns so gemütlich wie möglich auf der Yogamatte platzieren. Deswegen leg dir so viele Kissen, wie du brauchst, unter dein Knie. Vielleicht brauchst du gar keins und es ist für dich so total gemütlich. Dann ist es natürlich auch super. Ich lege mir für den Kutscher hier gern was unter die Knie. Wir ziehen ein bisschen das Sitzfleisch von den Sitzbeinhöckern zur Seite. Wir lassen unsere Füße so fallen, wie sie ganz natürlich fallen. Und dann lassen wir uns mit rundem Rücken
nach vorne unten fallen. Und dann drehe ich zum ersten Mal die Sanduhr um. Und wir lassen uns hier immer schwerer nach vorne hängen. Du darfst deinen Kopf nach unten fallen lassen. Das ist völlig in Ordnung, wenn du hier im Rundrücken hängst. Also heute vergessen wir mal alles, was wir sonst im Pilates oder auch bei anderen Kursen immer ganz, ganz wichtig empfinden. Fester Bauch, gerader Rücken, Körperspannung. Beim Yin-Yoga darf das alles auch mal sich lösen. Nichts muss, alles kann. Und dein Körper ist eigentlich dein bester Yoga-Lehrer und sagt dir, ob du jetzt vielleicht das Kissen unter den Knien rausnehmen kannst oder ob du vielleicht noch ein Kissen mehr nimmst. Schau mal, wie es dir geht. Und ob du diese Haltung jetzt noch 2 Minuten lang aushalten kannst, ohne über diese 60% Schmerzgrenze drüber zu kommen. Unsere Muskeln und Faszien lassen mit der Zeit nach. Ich nehme jetzt mein Kissen unter den Knien raus, weil ich das Gefühl habe, jetzt brauche ich es nicht mehr und lasse mich weiter hängen. Versuch deinen Atem ganz ruhig werden zu lassen, tief durch die Nase ein- und ausatmen. Und vielleicht merkst du mit der Zeit, wie dein Körper langsam loslässt und dein Kopf, dein Oberkörper noch ein bisschen schwerer mit der Schwerkraft nach vorne unten sinkt. Versuch mit mir die Haltung noch ein kleines bisschen auszuhalten. Und wenn du schon fortgeschritten bist, kannst du auch den Pause-Knopf drücken beim Video und die Übung auf 4, 5 oder 6 Minuten sogar verlängern. Dich ganz schwer nach vorne hängen. Vielleicht merkst du, dass deine Füße langsam loslassen und zur Seite fallen. Und dann nimm einen ganz tiefen Atemzug und stell dir vor, jemand richtet dich am Kopf, an den Schultern langsam, langsam nach oben auf. Dichte dein Brustbein auf. Wir kommen in einen ganz sanften Schneidersitz. Nach jeder Yin-Yoga-Übung machen wir eine ganz kurze Gegenbewegung aus dem Hatha-Yoga. Wenn der Schneidersitz für dich unangenehm ist, dann leg dir 2 Kissen rechts und links unter die Knie. Ansonsten atme über die Seite tief ein, atme aus, dreh dich zur Seite, benutz den linken Arm als Hebel, drück dich an der rechten Oberschenkelaußenseite nach rechts, nimm den Blick über die Schulter und bleib da für 3 tiefe Atemzüge durch die Nase. Langsam wieder zurück zur Mitte. In der Mitte wieder tief einatmen. Und beim Ausatmen dreh dich nach links, leg den rechten Arm an die linke Oberschenkelaußenseite, dreh dich nach links, Blick über die Schulter. Langsam wieder zurück zur Mitte. Gut gemacht. Die nächste Vorbereitung mit der Faszienrolle. Kommen wir in eine Bauchlage, legen die Faszienrolle neben uns auf die Matte,
Legen uns auf den Bauch. Winkeln das linke Bein an und legen die Rolle ein bisschen über das Knie. Also nicht direkt aufs Kniegelenk, sondern schon so, dass du den Muskel spürst. Dann platziere dich auf deiner Matte so, dass du jetzt gleich das ganze Stück auf deiner Oberschenkelinnenseite rollen kannst. Wir rollen wirklich von der Leiste, bis es nicht weiter geht, zum Knie und wieder zurück. Wir rollen jetzt die Oberschenkelinnenseite als Vorbereitung für den Frosch. Eine tolle Hüftöffnung und Leistenöffnung. Noch zweimal. Du merkst, wir rollen gar nicht so lang, also maximal fünfmal pro Seite. Und dann wechseln wir schon zur anderen Seite. Du kannst gerne so liegen bleiben und einfach zur rechten Seite. Ich muss hier aus Platzgründen einmal mich umdrehen. Wenn du bei diesen Faszienrollenübungen merkst, da tut eine Stelle besonders weh, dann sei nicht sauer, sondern versuch einfach auf dieser Stelle zu bleiben und ein bisschen auf diesem Schmerzpunkt hin und her zu rollen. Wir versuchen wie so ein Nudelholz aus dem Teig die Klumpen zu lösen. Dieses Faszienrollen kannst du dir vorstellen wie so ein Schwammeffekt. Also wir drücken das Wasser, die Giftstoffe, Stoffwechselendprodukte aus dem Muskel raus und frisches, neues Wasser und Nährstoffe füllen wieder nach. Und deswegen ist es ein wichtiger Teil dieses Faszienrollen in unserem aktiven Alltag. Ein letztes Mal. Und dann kommen wir in den Frosch. Für den Frosch lege ich mir schon mal zwei Kissen rechts und links auf die Yogamatte als Unterlage für die Knie. Das ist alles immer kein Muss, sondern ein Kann, weil wir wollen ja die Übungen auch wirklich 3 Minuten oder manchmal auch länger halten. Und je besser ich mich polster und je gemütlicher das für mich ist, desto länger kann ich auch halten. Deswegen ist es völlig in Ordnung, wenn wir es uns hier gemütlich machen. Also rechts und links eine weiche Unterlage unter die Knie. Und dann kommen wir schon mal ein bisschen in einer kleinen Grätsche sozusagen auf die Matte. Das reicht, wenn du hier noch keinen allzu großen Dehnschmerz spürst. Also bleib so, dass du die Grätsche einigermaßen halten kannst. Platziere den Knöchel unter dem Kniegelenk. Und die Zehenspitzen sind fest rangezogen. Also ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber nicht entspannen, sondern Zehenspitzen fest ranziehen. Das schützt auch ein bisschen unser Knie. Auf der anderen Seite genauso. Und jetzt komm mit mir ganz, ganz langsam in den Frosch. Das ist eine sehr intensive Leisten- und Hüftöffnungsübung. Also da, wo du deine 60% Dehnschmerz spürst, bleibst du bitte stehen. Nicht weiter, aber auch nicht davor. Wir wollen ja auch den ganzen Effekt haben. Also vielleicht kannst du mit nach unten auf die Unterarme oder vielleicht kannst du dich ganz nach vorne ablegen. Du kannst dir jederzeit hier auch ein Kissen unter die Stirn legen. Ich mache es jetzt nicht, sonst hört man mich nicht mehr beim Sprechen. Aber dann läuft jetzt unsere Zeit und wir lassen uns ganz, ganz langsam in den Frosch sinken. Versuch tief durchzuatmen, tief durch die Nase ein- und ausatmen. Wie gesagt, wenn du einen stechenden Schmerz hast, dann bitte mach diese Übung nicht mit. Wenn du nur einen Verspannungsschmerz oder einen ich habe schon lange nichts mehr gemacht Schmerz oder welches unangenehme Gefühl auch immer du verspürst, versuch mental stark zu bleiben und mit mir zusammen diese 3 Minuten auszuhalten. Wenn du ein Stockwerk höher bist, also vielleicht auf den Unterarmen oder im Handstütz, schau mal, ob du mit der Zeit langsam eine Stufe weiter gehen kannst. Also dein Muskelgewebe lässt auch nach
Die Faszien lassen nach und du kannst ein bisschen tiefer in die Asana hineingehen. Du kannst dir auch sagen, es geht vorüber, also diese Übung ist nicht für immer. Es ist nur ein bestimmter Zeitraum und danach haben wir es geschafft. Du kannst gern deine Stirn polstern und deine Hände als kleine Stütze benutzen und gib langsam nach. Lass dein Gesäß ein bisschen schwerer nach unten sinken. Erlaube deiner Hüfte und den Leisten, sich zu öffnen. Nimm noch mal ein paar tiefe Atemzüge. Nicht mehr lang, wir haben es bald geschafft und kommen danach in eine kleine Ausgleichshaltung. Das Kind, die wir auch sehr genießen dürfen. Nimm nochmal drei ganz tiefe Atemzüge. Spür, wie sich dein Oberkörper mit Luft füllt und du die Luft wieder nach außen drückst. Noch zweimal so tief durch die Nase einatmen und noch tiefer und länger ausatmen. Ein letztes Mal tief einatmen. Und mit dem Ausatmen heb deinen Kopf, komm mit mir zusammen auf die Unterarme oder wenn du schon auf den Unterarmen warst, komm langsam auf den Handgelenksstütz. Wir lösen diese Asanas immer ganz, ganz langsam auf, geben dem Körper Zeit. Wir bringen hier hinten unsere Füße zueinander. Und drücken uns dann vom Boden weg, bringen unsere Knie zusammen, so wie wir heute den Fersensitz begonnen haben. Und wir kommen kurz ins Kind, als kleine Yang-Yoga-Ausgangshaltung. Wir machen uns unser ganz kleines Päckchen. Du darfst jetzt genießen, dass du den Frosch überstanden hast. Zwei tiefe Atemzüge hier bleiben. Wenn es für dich unangenehm ist, dass dein Kopf hier nach unten hängt, bau dir ruhig ein kleines Kopfkissen hier. Also beim Yin-Yoga geht es komplett darum, dass du dich gut fühlen darfst und dass du alles loslassen darfst. Du musst nichts unnötig festhalten. Tief durchatmen und dann kommen wir ganz, ganz langsam nach oben in die nächste Vorbereitung mit der Faszienrolle. Und zwar nehmen wir uns jetzt die Oberschenkelaußenseite vor. Dafür platzieren wir die Rolle neben uns auf der Matte, legen uns mit dem Po auf die Faszienrolle, stützen uns mit der Hand ab, die Fingerspitzen der Stützhand zeigen vom Körper weg. Bring dann jetzt oberes Bein einmal nach vorne und wir fahren jetzt auf der ganzen Seite vom Kniegelenk, bitte nicht ganz übers Kniegelenk drüber, sondern nur von bis zurück über den Rollhügel nach oben zur Hüfte und wir arbeiten unser Außenband, du kannst auch gern hier dich ein bisschen bewegen, ein bisschen drehen und mal schauen, wo sind da die Schmerzpunkte, wo fühlt es sich verklebt und verfilzt an das Bindegewebe. Die Faszien sind unser größtes Sinnesorgan und reagieren auch sehr sensibel auf Stress und Emotionen.
Also vielleicht bist du manchmal verspannter als zu anderen Zeitpunkten. Das ist ganz normal. Ein letztes Mal hier. Und dann lösen wir. Machen das Ganze auf der anderen Seite noch. Wenn du so wirklich absolut keinen Dehnschmerz verspürst, kannst du auch gerne den Druck erhöhen und mit dem zweiten Oberschenkel ein bisschen mehr Gewicht hinzufügen. Dann hast du noch ein bisschen mehr Druck. Aber mit der nächsten Yin-Yoga-Übung bearbeiten wir diese ganze Außenseite, Hüfte auch nochmal. Also du musst jetzt nicht übertreiben. Bleib bei 60% deiner Schmerzgrenze. Ein letztes Mal. Und du kannst die Rolle auf die Seite nehmen. Es kann sein, dass du jetzt noch gleich ein paar Kissen brauchst. Wir fangen alle mit dem linken Bein an. Das linke Bein liegt angewinkelt vor uns. Die Ferse des linken Beins kannst du richtig fest, fast schon an den Sitzbeinhacker, an den rechten ziehen. Und dann nehmen wir unser rechtes Bein, das jetzt oben ist, und helfen ein bisschen dabei nach, stellen das über das linke Bein drüber. Und dann dürfen wir gerne ein bisschen manuell hier nachhelfen. Es wäre super, wenn wir ungefähr das obere Knie über dem unteren Knie liegen hätten. Du darfst hier sehr, sehr gerne, wenn sich das angenehmer anfühlt, ein Kissen unter das Knie legen. Ein Kissen zwischen die Knie. Wie auch immer du 3 Minuten aushalten kannst, polstere dich und mach es dir sozusagen gemütlich. Die Übung heißt der Schnürsenkel. Nimm dir gerne deine Faszienrolle noch in greifbare Nähe. Du kannst jetzt in diesem Schnürsenkel entweder so sitzen bleiben, wenn jetzt hier dein Dehnschmerz schon 60% beträgt. Wenn du sagst, da geht eigentlich noch ein bisschen was, dann kannst du dich mit mir nach vorne hängen lassen. Entweder kommst du so weit, dass du deine Stirn auf den Knien ablegen kannst, oder nimm ruhig die Faszienrolle als kleine Stütze und lass deine Stirn hier nach vorne sinken. Ich bleibe mit der Stirn auf der Faszienrolle und drehe die Sanduhr um. Auch hier versuchen wir wieder viel über den Atem zu gehen und zu arbeiten. Also wenn sich dieser Dehnschmerz sehr, sehr unangenehm anfühlt, dann versuchen wir tief ein- und auszuatmen, um uns vorzustellen, dass auch diese Übung bald wieder vorbei ist. Und das Gefühl, das wir heute nach der Yin-Yoga-Einheit haben, wird unbeschreiblich gut sein. Lass mal deine Gesichtszüge los. Entspanne den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Wenn du während der Übung ein bisschen nachpolstern musst und dir noch mehr Kissen unterlegen, dann darfst du das jederzeit tun. Dein Körper, dein Yoga. Vielleicht merkst du, dass du langsam loslässt. Dieser Dehnschmerz ein bisschen leichter wird. Und du hast bald diese erste Seite geschafft.
darfst genießen, dass es jetzt nichts zu tun gibt für dich. Alles darf so sein, wie es ist. Nimm noch zwei tiefe Atemzüge, tief durch die Nase ein- und ausatmen. Einmal noch. Und wo auch immer dein Kopf gerade steht, du darfst ganz, ganz langsam die Faszienrolle oder den Kopf von den Knien ganz, ganz langsam nach oben lösen, als würde dich jemand an den Schultern und am Kopf nach oben ziehen, dich aufrichten. Wir helfen uns selber dabei, uns den Schnürsenkel wieder aufzuknoten, stellen unsere Beine langsam vor uns auf. Wir machen wieder eine Ausgleichsübung, also zwischen jede Yin-Yoga-Übung kommt auch eine Ausgleichs-Hatha-Yoga-Übung. Yin und Yang, das ist jetzt bei diesem Schnürsenkel der Tisch. Wir platzieren unsere Handflächen hinter dem Po, die Fingerspitzen zeigen zum Po und wir drücken uns ganz genüsslich nach oben, versuchen die Hüfte, die Schultern oben zu halten. Wir bleiben hier für 3 Atemzüge. Dein Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Bitte halte ihn noch da, schau zu deinen Knien. Noch einmal tief atmen. Und dann setzen wir langsam den Po wieder ab. Und haben den Schnürsenkel noch auf der anderen Seite. Wir haben alle jetzt unser rechtes Bein unten. Legen die Ferse des rechten Fußes an den linken Sitzbeinhöcker und begleiten unser linkes Bein dabei, das Ganze neben dem rechten Oberschenkel abzustellen. Wir helfen auch da manuell ein bisschen nach, ungefähr Knie über Knie. Versuch deine Knie zu unterstützen, versuch dich zu polstern, wo auch immer du das brauchst, um in diesem Schnürsenkel 3 Minuten hängen zu bleiben. Jetzt bei der zweiten Seite brauche ich die Faszienrolle hier vorne nicht. Ich lege meinen Kopf auf den Knien ab, schau, was bei dir möglich ist. Schau, ob du hier oben bleibst oder ob du dich nach vorne hängen lässt, den Kopf ablegst. Du kannst hier zum Beispiel auch eine Faust als kleine Kopfstütze benutzen. Und du kannst jetzt auch bei der zweiten Seite deine Hände hinter den Rücken ablegen, sodass du dich richtig hängen lassen kannst, ohne irgendwas festhalten zu müssen. Der Schnürsenkel ist eine super Entspannungs-Asana für den unteren Rücken und entspannt oder löst die Verspannungen, die wir in der Hüfte mit uns rumtragen. Auch hier wieder, geh nicht über die 60% Schmerzgrenze. Wenn du in den Knien Probleme hast, bitte benutze deine Kissen. Keine falsche Scheu. Beim Yoga geht es nie um Leistung, sondern es geht darum, dass es dir gut geht. Lass deinen Kopf immer schwerer werden. Lass deinen Rücken immer schwerer nach vorne unten sinken. Lass deine Schultern los. Du
musst nichts festhalten. Und dieser Dehnschmerz ist bald vorbei. Wir haben es bald zusammen geschafft. Versuche ein bisschen länger auszuatmen als einzuatmen. Nimm noch drei tiefe Atemzüge. Noch zwei. Und dann hol langsam deine Hände nach vorne. Heb langsam den Kopf, von wo aus immer du ihn nach oben hebst. Langsam, langsam nach oben. Richte dich auf. Hilf dir selbst beim Entknoten des Schnürsenkels. Stell beide Beine vor dir auf. Auch hier gehen wir nochmal in den Tisch als Ausgleichshaltung. Und drücken uns nach oben. Blick nach vorne. Bleib stark in deinen Schultern. Bleib stark in deiner Körpermitte. Wir genießen, wie das Blut wieder zurückschießt. Man kann sich das oft beim Yin-Yoga vorstellen, wie so ein Gartenschlauch, der total verwirrt und zusammengewurschtelt irgendwo liegt. Und dann öffnen wir den Wasserhahn und frisches Wasser schießt wieder durch den Schlauch hindurch. Und dann setzen wir langsam den Po wieder ab. Gut gemacht. Nimm gern auch einen Schluck Wasser zwischendurch. Wir kommen jetzt schon zu unserer letzten Yin-Asana und zur letzten Vorbereitung mit der Faszienrolle. Und zwar ist es unsere Oberschenkelvorderseite. Mach dir Platz auf deiner Matte. Wir fangen an mit dem rechten Oberschenkel. Legen die Rolle unter den rechten Oberschenkel. Das linke Knie darf gerne ein bisschen nach vorne kommen. Und wir rollen auch hier nur zwischen Leiste und Knie. Bitte nicht übers Knie drüber. Versuch auch hier gerne, dich ein bisschen rechts und links zu bewegen. Wenn du da einen Schmerzpunkt findest, der sich verklebt anfühlt, dann darfst du auf dem gern bleiben und ein paar Mal drüber fahren. Es ist wichtig, dass du dein rechtes Bein locker lässt. Also bitte nicht anwinkeln, denn sonst hast du den Muskel auf Spannung. Wir wollen ihn ganz locker haben. Das tut zwar ein bisschen mehr weh, aber wir wollen auch den Effekt dieser Faszienrolle haben. Noch zweimal, dann haben wir die Seite schon geschafft. Ein letztes Mal und lösen. Gleich zur anderen Seite, also gleich unter die linke Oberschenkel, Vorderseite. Du kannst gerne auch hier oben bleiben, dann nimmst du ein bisschen Druck weg. Also je tiefer du gehst, desto mehr Körpergewicht hast du auch auf der Rolle. Wenn das für dich extrem schmerzhaft ist, jeden Oberschenkel einzeln zu rollen, dann kannst du die Oberschenkelvorderseite auch gleichzeitig rollen. Damit nimmt man sich auch ein bisschen Druck weg. Wenn du das erste Mal dabei bist, dann bleib vielleicht lieber erstmal gleichzeitig auf der Rolle. Wenn du schon ein Faszien-Profi bist, dann roll mit mir einzeln die linke Seite zwischen Knie und Leiste noch zweimal.
kommen wir in unsere letzte Yin-Yoga-Haltung. Die heißt der Drache. Und da darfst du dir jetzt so viele Kissen wie möglich wieder nehmen. Ich nehme mir ein Kissen unter meine Knie, weil ich das einfach ein bisschen angenehmer empfinde. Leg das Knie aufs Kissen. Wenn du keine Unterlage brauchst, kein Problem, umso besser. Wir machen einen großen Schritt nach vorne und stellen das linke Bein an die Außenkante. Schau mal, ob du den Fuß auch wirklich an deiner Yoga-Außenkante stehen hast. Yogamatten-Außenkante. Und dann lassen wir uns erstmal hier nach vorne unten abstützen. Der Fußrücken liegt am Boden. Und von hier aus kannst du in diesem Drachen entweder im gestützten Drachen bleiben. Denk dran, wir müssen das Ganze 3 Minuten aushalten können. Also schau mal, wo du für dich 3 Minuten bleiben kannst. Und aber bis zu deiner 60% Schmerzgrenze gehst. Ich nehme jetzt hier die Faszienrolle, denn bei der ersten Seite komme ich noch nicht ganz nach unten mit den Unterarmen. Deswegen nehme ich mir jetzt hier einfach die Faszienrolle als kleine Unterstützung und bleibe hier. Die Zeit läuft ab jetzt. Und wenn sich das gut anfühlt für dich, dann darfst du gern den Fuß links auf die linke Außenkante fallen lassen und hast da noch eine tiefere Hüftöffnung und Leistenöffnung mit dabei. Muss aber nicht sein, du kannst auch den Fuß stehen lassen. Je nachdem, was sich für dich besser anfühlt. Und du musst hier im Stütz, ich weiß, es ist schwer, weil wir oft in allen anderen Sportarten so sehr auf die Körperspannung achten und die Position der Gelenke und so weiter. Deswegen ist es jetzt schwierig, das zu befolgen, aber versuch mal, dich hier wirklich hängen zu lassen. Du darfst hier den Kopf und den Rücken so richtig schwer und unförmig nach unten hängen lassen. Und tief atmen. Der Drache öffnet unsere Hüftbeuger, Leistengegend, Oberschenkel, Vorderseite. Er kann sehr fies werden, weil das oft auch so die Körperpartien sind, wo wir einfach sehr viel Stress in den Faszien speichern. Diese Körperpartien bewegen und mobilisieren und dehnen wir einfach nicht oft genug, je nach Alltagsbewegung. Deswegen kann es sein, dass der Drache auch fies ist, aber wir haben schon die Hälfte geschafft. Und denken uns, auch das geht vorbei. Auch der Drache auf der rechten Seite hat irgendwann ein Ende. Und wir freuen uns schon aufs Shavasana nach dieser Yin-Yoga-Einheit. Vielleicht merkst du auch, dass du langsam loslässt. Vielleicht merkst du, dass deine rechte Leiste ein bisschen schwerer nach unten hängt. Es dauert eine Weile, bis unsere Muskeln merken, dass sie loslassen dürfen, also dass sie diese Spannung, die sie haben, einfach mal loslassen dürfen. Und je nach Körperbefinden, je nach Stresslevel, kann es sein, dass unser Muskeltonus, also die Muskelspannung, sehr, sehr hoch ist. Also es kann auch manchmal sein, dass es sehr lange dauert, bis dieser Muskeltonus nachlässt. Aber deswegen ist es wichtig, dass du heute mit dabei bist und dir ganz bewusst für dich die Zeit genommen hast. Wir kommen langsam, langsam in die Stützposition, klappen den Fuß zurück, falls er nach außen geklappt war. Wir stellen die Zehenspitzen auf, kommen ganz, ganz langsam aus dieser Asana raus. Die Ausgleichshaltung zu dieser Asana ist der herabschauende Hund. Also bevor wir die andere Seite machen, gehen wir ganz kurz Zehenspitzen in den Boden stützend, die Fingerspitzen wie Fächer gespreizt, nach oben in den herabschauenden Hund, Blick Richtung Knie.
Lass deine Fersen schwer nach unten sinken. Saug den Bauchnabel fest ein. Und genieß diese Gegenbewegung zum Drachen von gerade eben. Lass deinen Kopf ganz schwer baumeln. Der Kopf darf hängen. Noch zweimal tief durchatmen. Ein letztes Mal tief durchatmen. Und dann komm wieder langsam nach unten zurück in den Vierfüßerstand. Wir haben den Drachen auf der anderen Seite auch noch. Also wenn du was unter das linke Knie haben willst, legst dir gerne unter das linke Knie. Bring dein rechtes Bein nach vorne. Leg deinen Fußrücken ab. Und dann schau mal, ob du in den Unterarmstütz nach unten kommst oder ob du im Handgelenksstütz oben bleibst oder ob du dir nochmal, wie ich, die Faszienrolle als kleine Stütze hier nimmst. Schau mal, ob du deinen Fuß auf die Außenkante fallen lassen willst. Das öffnet hier Hüfte und Beiß noch mehr. Oder ob du sagst, nee, ich bleibe hier auf dem Fuß stehen. Dein Körper, dein Yoga und deine 3 Minuten hier jetzt auf dieser Seite. Auch hier darfst du wieder hängen. Auch hier darfst du wieder loslassen. Du darfst tief durchatmen und dir sagen, dass es bald vorüber ist, aber dass du es jetzt auch noch ein bisschen durchhältst mit mir. Denk an den Gartenschlauch, den wir, nachdem wir den Drachen gleich aufgelöst haben, wieder mit frischem Wasser durchspülen. Unsere Faszien wieder besser durchblutet werden. Yin-Yoga ist optimal, wenn du ein sehr, sehr hohes Stresslevel hast. Wenn du sogar schon merkst, dass sich der Stress in deiner Muskulatur bemerkbar macht, dass du oft verspannt bist, dann ist Yin-Yoga eine ganz, ganz tolle Yoga-Form, um zu lernen, mit dem Stress ein bisschen besser umzugehen, ein bisschen resilienter zu werden. Wir haben die Halbzeit, ich drehe die Sanduhr nochmal um und dann haben wir auch den Drachen auf der linken Seite geschafft und freuen uns auf das Shavasana am Ende. Wenn du merkst, deine Faszien lassen langsam nach und du brauchst zum Beispiel die Rolle nicht, dann komm ganz nach unten auf die Unterarme. Du darfst den Kopf hängen lassen. Du musst nicht auf Körperspannung achten. Du darfst den Bauch loslassen. Du darfst den Kopf hängen lassen. Nimm nochmal mit mir zusammen 3 tiefe Atemzüge durch die Nase. Noch 2. Ein letztes Mal. Dann komm ganz, ganz langsam erst in den Handgelenkstütz. Klappe deinen Fuß wieder auf deine Fußfläche um, wenn du da warst. Zieh deine Mundwinkel nach oben, belohne dich mit einem Lächeln. Komm zurück ganz, ganz langsam in den Vierfüßerstand. Wir kommen in einen letzten herabschauenden Hund als Yang-Übung zu dieser Yin-Übung der Drache. Drück dich nach oben. Lass deine Fersen im Wechsel links und rechts Richtung Matte sinken. Blicke Richtung Knie. Genieße die Wärme, die deinen Körper durchströmt.
Genieße, dass du es aufgelöst hast. Und dann lass die Ferse langsam nach unten sinken. Ein letzter Blick zu deinen Knien. Und dann komm wieder zurück nach unten in den Vierfüßerstand. Mach es dir jetzt bequem auf deiner Matte für unser Shavasana. Also du kannst dir gern die Yoga-Rolle unter die Knie legen. Das mache ich jetzt auch. Ich finde, das tut immer sehr, sehr gut. Du kannst dir gern ein Kissen unter den Kopf nehmen und eine Decke. Shavasana lade ich dich dazu ein, deine Augen zu schließen, deine Hände neben dir abzulegen, deine Handflächen schauen nach oben, deine Füße dürfen genauso fallen, wie sie natürlich fallen. Und dann beobachte mal, wie sich dein Brustkorb mit jedem Ein- und Ausatmen hebt und wieder senkt. Lass deine Schultern ganz schwer nach unten Richtung Matte sinken. Lass deine Kopfhaut los und entspanne deine Stirn. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner Hüfte und Leistengegend und genieße die Wärme, die da stattfindet. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Oberschenkeln und zu deiner Oberschenkelrückseite. Und spür, wie entspannt die Muskeln dort sind. Wandere jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Schienbeinen und spür, wie entspannt deine Schienbeine sind. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück nach oben zu deinen Knien und spüre, wie entspannt deine Kniescheiben sind. Komm dann mit deiner Aufmerksamkeit zum Bauchnabel und spüre, wie weich dein Bauch ist. Und wie gleichmäßig sich dein Brustkorb mit jedem Ein- und Ausatmen hebt und wieder senkt. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Gesicht und löse deine Zunge vom Gaumen. Lass deinen Gaumen ganz weich werden. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Kiefergelenk und spür, wie entspannt dein Kiefer ist. Du musst jetzt nichts sagen und du musst nichts denken. Du darfst alles loslassen.
Wandere mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner Stirn und glätte deine Stirn. Lass deine Falten verschwinden, mach deine Stirn glatt und sorgenfrei. Lass deinen Atem noch tiefer werden. Versuch noch ein bisschen tiefer ein- und noch tiefer auszuatmen. Jetzt darfst du langsam deine Finger ein bisschen bewegen. Und deine Zehenspitzen ein bisschen bewegen. Lass deine Augen gern geschlossen. Wenn wir uns jetzt zu unserer Lieblingsseite drehen, wie morgens im Bett beim Aufwachen, mach dich mal ganz, ganz klein. Umarm dich selbst und sag dir, wie wertvoll du bist. Und dass du das gut gemacht hast, dass du dir Zeit für dich genommen hast. Und dann komm immer noch mit geschlossenen Augen langsam nach oben in eine Sitzposition. Dann leg deine Hände aufeinander und reib deine Handinnenflächen ganz, ganz schnell aneinander, sodass du Wärme erzeugst. Und dann leg deine warmen Handinnenflächen auf deine Augen. Öffne jetzt deine Augen und löse deine Hände vom Gesicht. Ich hoffe, du bist ein bisschen entspannter als noch vor der Einheit. Ich bedanke mich bei dir, dass du mitgemacht hast und freue mich, wenn du die anderen Videos auch machst. Namaste, deine Valerie.